Ich habe letztes Mal auch, war ich sicher, ich habe auf den Kopf gezielt und habe trotzdem Ja. einen Push-Schutz gehabt. Und jetzt wollte ich jetzt wissen, ob das, wenn man eindeutig zielt, ob das dann genauso ist. Also auch gescript. Ja. Das ist neu, weil wir Emma jetzt haben. Ja. Kaputt. Tja, die mögen kein Wasser. Wo sind die anderen hin? Okay, wenn ich als Campbetreuer in der Nebensaison am Lagerfeuer feiern würde, es zu regnen beginnt und hier Monster wären, ginge ich Nach in die Hause. Lodge. Nur eins übrig. Aha, jetzt können wir die also mitnehmen. Kannst du eine Melone mitnehmen? Eine Wodka-Melone. Reins Gruselmärchen. Ich wusste gar nicht, dass sie dem Kind solche Angst machen. Als Betreuer haben wir voll versagt. Brief eines Kindes hatten wir nicht, ne? Ja. Dieses Kind hat offenbar seine Meinung geändert und den Brief nicht abgeschickt. Gruselstorys sind eben einfach nur erfunden. Aber gut, dass das Handy wasserfest ist und noch Licht gibt. Ja. Ist mein Zau. Ist die neue Generation von Smartphones. Aber genau rumlaufen. Hier ist es nicht sicher. Wolfie, komm raus, spielen. Oh. Wo bleibt denn der Wolf?
Solange wie der uns ja schon beobachtet, hat er das schon fünfmal gekriegt. Kommen. Sieht alles so gleich aus irgendwie für so. Ja, ich glaube, das war dieser Rundwanderweg, den wir Ah auch ja, mit. genau. Ja, das kann sein. Ja, da ist der Strand wieder, ne? Ja. Ja, aber ich wüsste nicht, wo ich dann hin soll. Links rum geht's nochmal. Jetzt rechts. Nee, das ist zugeschüttet. Ja, der muss. War wohl der Regen. Die drei Trocken. Ja, dann bleibt ja nur links. Links hoch. Muss es ja da irgendwo noch einen Weg geben. Ja, da bin ich doch gerade einmal hoch, oder nicht? Ich bin doch Nein, ich hier denke mal. lang. Hier ist doch noch gekommen, oder? Ich dachte alles gleich. Jetzt geht's hier mal links, nee, mal rechts. Geh mal rechts. Ich guck mal. Also da sind wir hergekommen, oder was? Ja, dachte ich, geh mal hier hoch. Ja, von hier kommen wir nicht, dann wäre der Wolf weg. Oh. Links von dir. Nee, gelber Baum. Fisch. Ja. Ja, vielleicht im Regen hergespült. Da geht Links nicht, ist da ist ja zu. auch vom Regen wieder alles verschüttet. Ja. Bis der Regen solche Steine bewegt war, der hätte hier alles Land unter sein müssen. Ja, der ist nur punktuell so stark gewesen. Es regnet doch noch. Ja, aber an einem Das. Punkt dann halt ganz stark. Aber halt da vorne, nicht bei uns. Nicht. Lass es sein. Nur ein Biss und du weißt, was dann passiert. Ich habe das noch nie gemacht, Pa. Scheiß-Kids! So, was? Wie hat der uns gesehen, bitte? Hey, Huh? stopp! So. Wehr dich nicht! Los, die Spritze! Bist du gebissen, Pa? Woher soll ich das wissen? Ich weiß nicht. Lass mich mal sehen. Nein. Lass deine Finger von mir! Oh. Läuft ja trotzdem weg. Ja. Ja. Ja.
schön. Caitlin! Ryan! Abby! Hier ist es nicht sicher. Mach da erstmal Feuer rein. Die zeigen so auf den Kamin, die wollen auch, dass wir Feuer anmachen. Abby? Ryan? Das Auto geht immer noch nicht. Dass die Penta jetzt bis zum nächsten Morgen überlebt. Hm. Könnte gut möglich sein, ne? Tote springen sonst nicht aus dem Fenster und fliehen in den Wald. Ich verstehe das nicht. Nick war... Das war nicht Nick. Und wo verdammt sind Jacob und Emma? Hätten wir sie inzwischen nicht schon längst treffen müssen? Die vögeln sich sicher nur in irgendeiner Hütte das Hirn raus. Ja, ich oder weiß nicht, Mann. Das stinkt doch alles zum Teich. Die Jäger, Chris verschwinden, Nick. Kaylee. Oh Gott. Kaylee. Hey! Oh, shit. Wo verdammt ist Chris Hackett? Verschwinde! Keine kommt, Angst. Kommt auch drauf das Gleiche du raus. Du hast sie gekillt! Ja. Hey, ich kann helfen. Jetzt lasst mich rein! Nein. Ich heiße Laura Kearney. Und? Jetzt lasst mich rein. Hier ist es gefährlich. Ja, stimmt. Eine irre Frau erschießt da nämlich Menschen. Das sind keine Menschen. Ach, verdammt, du... Laura Kearney. Du bist Laura Kearney? Ja? Du warst doch vorgesehen für... es war die Krankenstation, stimmt das? Du bist nur nie aufgetaucht. Du und dieser... Wie hieß er? Max. Ja, Max. Ja, 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 genau. Mr. Hackett sagte, ihr hättet kurzfristig abgesagt. Ich glaube, wir sollten ihr zuhören. Geht rein. Ich weiß nicht, ich traue ihr nicht. Mann, es ist gefährlich draußen. Ja, sie ist gefährlich. Was soll das, Mann? Du bist nicht der Boss. Was? Siehst du, wir lassen die so oder so rein. Oh. So scheiße. Komisches Spiel. Da sind wir wieder. Nur... Du und ich. Du hast quasi eine keine Wahl. Ja gut, man weiß nicht, was das noch mit den Beziehungen dann auf sich hat hinterher. Hast du richtig gesucht? Oh. Diese Karten sind kein Tand, das sollte dir klar sein. Sie helfen dir. Ich helfe dir. Nee, das glaube ich nicht. Dann los mit dir. Hopp, hopp. Einer hat's schon erwischt. Ist das nicht furchtbar aufregend? Ja, aber der ist ertrunken. Das hat nichts mit dem Werwolf zu tun. Der ist einfach dämlich. Ja. Ja. Er war einfach nur dumm. Ja.
Also, was war mit euch los? Wo wart ihr die ganzen Ferien? Wir waren hier. Die Nacht vorher. Das war unser Fehler. Werd mal zum Motel gefahren. Tja. Die Wahl hätte ich auch gerne gehabt am Anfang. Ja, ne? Und dann wären sie ja trotzdem dahin gefahren, egal wie du dich entschieden hättest. Ja. So, jetzt pappt man die Sau richtig an. Ja. Du Drecksbolle, mach die Scheißkür auf. Wenn ich hier rauskomme, nehme ich deine Knippe und stecke dir in den Arsch. Und deine Mutter hinterher. Was? Haben wir gerufen? Ja, oder? Max! Komm her. Komm schon. Aber das bringt auch nichts, ob du jetzt Max rufst oder nicht. Rein mit Doch, dir. Du hast eine Entscheidung. Ich setz was aber still geblieben, glaube ich. Ja. Oh nein, er hat Max zerrissen. Warum tut er sowas? Er ist doch Kopf. Verdammte Kids. Kann ich noch einen Schluck haben? Was ist mit Max? Sei still. Sie kann nicht... Sei still! Das hier ist deine Vernehmung. Ich frag, du antwortest. Lass mir gar nichts zu sagen, du kleiner Affe. Name. Leck mich. Okay, mach ich. Ich sage Name und du nennst ihn mir. Hast du das verstanden? Schauen Sie doch in meinen Papieren. Ich vertrete hier das Gesetz. Tu einfach, was ich sage und beantworte die gottverdammten Fragen. Nope. Scheißegal, wer Sie sind. Sie dürfen das hier nicht. Das ist illegal. Ich will einen Anwalt. Schluss. Halt jetzt endlich den Mund und hör mir zu, sonst haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem? Yep. Ich hab mit dir. Ich würde sagen, genervt. Der Sheriff-Stern kann nicht sehr viel bedeuten, wenn man nicht an das Gesetz glaubt. Wie bitte? Wir haben nichts getan. Sie halten uns fest. Erklären Sie das. Mädchen, du hast nicht die geringste Ahnung, in welcher Scheiße ihr steckt. Es gibt Scheiße. Und es gibt Scheiße. Echt? Mhm. Ich dachte, es gibt Scheiße und es gibt Durchfall. Hören Sie auf mit dem Scheiß. Bitte hören Sie auf mit dem Scheiß und sagen Sie mir verdammt nochmal, was los ist.
Was hat uns angegriffen und warum wurden wir verhaftet? Sie Psychopath! Ich will zu Max! Sofort! Was? Das würde ich lieber lassen. Siehst du, er mag uns jetzt schon nicht. Das haben wir gut hingekriegt. Hey. Du mochtest uns oder so nicht. Hey, Sie! Arschloch! Sagen Sie uns endlich, was hier vor sich geht! Haben Sie gehört? Max, es bringt nichts, ihn anzuschreien. Wie geht es dir? Gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Laura? Ja? Warum bin ich nackt? Was? Wegen dem Kopf. Erst werden wir angegriffen. Dann wache ich in eine Gefängniszelle auf, du bist weg und... Dann tauchst du wieder auf und ich bin völlig nackt, überall ist Blut und anderes Zeug. Das ich ist mein, auch was vom ist nur passiert? Misstrauisch. Ja. Ja, der Sheriff wollte unbedingt ein Geständnis von mir, aber ich wusste ja noch nicht einmal, was genau ich gestehen sollte. Oh Gott. Was hat er benutzt, um dich zu zwingen? Eine Zange, ein Schwert? Ein Locher? Nein, sein er hat mich nicht gefoltert. Für wen hält dieser Kerl sich? Für den Sheriff von North Kill, schätze ich. North Kill? Ja, Max. Was? Hast du mal auf die Karte geschaut? Hackett's Quarry in North Kill, so heißt das. Ach. Es kommt noch besser. Der Name auf seiner Marke ist... Anziehen. Was ist denn das? Damit gewinne ich garantiert keinen Preis bei der Fashion Weeks. So viel ist sicher. Habe ich euch erlaubt zu reden? Ich wusste nicht, dass wir Ihre Erlaubnis brauchen, Detective Pisswichser. Ja, das ist ein Freisland, Officer. Ne, hier nicht. Detective Pisswichser. Doch. Finde ich lustiger. Na schön. Die Hände her. Na mach. Und jetzt bück dich. Hey, bis für dieser okay. Turn. Gehen wir. Ich gehe nirgendwo hin. Befragen Sie mich hier. Komm schon. Hey, hey! Gehen wir. Hände weg, Mann! Na los. Komm. Besser. Hey! Hör auf jetzt! Lassen Sie mich, verdammt. Ihr seid beide still. Wichser! Ich sagte, sei still. Hey! Hey, das dürfen Sie nicht tun! Sie tun ihm weh!
es bestimmt irgendwas Nützliches. Weht der Wind in Northkill immer rauer, weint die Hexe im Wald vor Trauer. Allein stirbt die Beute der wölfischen Meute und der Sheriff liegt stets auf der Lauer. Was ist das? Keine Chance. Ich brauche so eine Art Hebel. Ich hatte die Hoffnung, sie nimmt den Löffel alleine. Ich habe mir letztes Mal hinterher gefunden. Könnte gehen. Oh Mann, ich bin empfindlich. Kleiner Freak. Hey, sobald wir rauskommen, bist du dran, du Dreckskerl. Klar. Sobald ihr rauskommt. Aggressiv. Was wollen Sie uns damit sagen? Hey! Verdammt, was willst du uns damit sagen, Arschloch? Hey, Sie können uns nicht hier lassen! Hey! Komm zurück! Fuck! Verdammter Scheißwichser! Er hat nicht draus gelernt. Ernst meine ich. Ja. Alles okay? Ist nur der Fuß. Halb so schlimm. Ich meinte das Verhör gerade. Oh. Ja. Niemand schafft Max. Versuchen viele, schafft niemand. Ich meine es ernst, Max. Er hat dumme Fragen gestellt. Was weiß ich? Jetzt lass mich in Ruhe. Ist ja schon gut. Schön, Tiara ist auseinandergetrieben. Einmal vorbei. Läuft. Oh hey, hast du sein Namensschild gesehen? Heißt etwa nicht Detective Pisswichser? Nein, Hackett. Sheriff Hackett. Vielleicht ein Verwandter von Chris Hackett? Oh mein Gott, nicht der Chris Hackett! Doch. Wer ist der Chris Hackett? Dieser Campleiter Mr. Hackett von Hackett's Quarry. Klingelt's da?
Oh Mann. Letzte Nacht fühlt sich surreal an. Und was heißt das für uns genau? Was sagt uns das? Meinst du, es ist so ein irrer Camp-Betreuer-Entführungsring? Das... Ich meine... Was? Misstrauisch? Wie eine Art Falle, ein Trick. Ich weiß nicht. Chris Hackett und Sheriff Hackett, das ist doch niemals reiner Zufall. Okay. Sie müssen verwandt sein. Und was beweist das? Und verheiratet. Sie wussten, wir kommen. Vielleicht geht's um so ein Kidnapping, Erpressungs... Verschwörungsding. Das klingt sehr kreativ. Ich will uns einfach nur hier rausbringen. Und dafür muss ich kapieren, was hier eigentlich gespielt wird. Verdammt nochmal. Ich weiß nicht, was, wenn wir es nicht verstehen? Was? Wir müssen. Manchmal gibt es halt keinen Sinn. Was dann? Wir sitzen im Nirgendwo hinter Gittern, bis wir verrotten. Komm schon, sei nicht so. Ja klar, du hast gut reden. Was? Kannst du nicht mal Sachen akzeptieren? Manchmal läuft es halt scheiße. Man muss nicht alles als Herausforderung sehen. Aber wenn es doch so ist. Wir sind bald draußen. Ich studiere Tiermedizin und du... Verpiss dich. Wirst dann... Was? Ich werde was. Doch los! Ich weiß von dem Brief, Max. Worüber redest du? Den haben wir doch gar nicht mehr gelesen. Der Uni. Es lag bei deinem Zeug. Was wolltest du an meiner Tasche? Spionieren? Warum hast du mir nichts gesagt? Ich hab mich geschämt. Aber dein Abschluss ist gut und dann erst dein Essay. Ja, anscheinend nicht gut genug. Fuck! Wir hatten doch Pläne. Was soll das? Ich weiß nicht. Was soll ich dazu sagen? Ja, sarkastisch, hm? Ja. Vielleicht sowas wie, sorry, dass ich dich angelogen und so getan habe, als würden wir zusammen auf die Uni gehen. Das wäre doch ganz gut. Es war so klar, dass du so reagierst. Ach, fick dich. Nein, du hast gelogen. Jetzt reiß dich zusammen und entschuldige dich, sonst wird das ein Höllenknast hier. Okay. Tut mir leid. Besser? Total. Okay, lass uns einfach gucken, dass wir hier rauskommen. Toll, bin dabei. Wir müssen alles nochmal durchgehen von vorn. Seit wir losgefahren sind? Seit wir dem Cop begegnet sind. Also nach dem Unfall mit dem... Was immer das auch war. Ja, genau. Ja, da wurde der Scheiß hier voll schräg. Denkst du, es war eine gute Idee, ihn anzulügen? Du meinst wegen dem Schlagloch? Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, er wusste, dass das gelogen war. Er verhielt sich wirklich strange. Was, wenn er kein echter Cop ist? Er hat Dreck am Stecken, aber ich glaube, er ist echt ein Cop. Das ist eine Polizeiwache. Sicher, ja, aber sonst ist hier keiner in Sicht. Ja, das ist verdächtig. Und dann auch noch dieses Hackett-Hackett-Ding. Gehen wir davon aus, dass sie beide drinstecken. Okay. Also wir sollten Chris Hackett hier am Camp treffen. Aber da ist kein Mensch. Wir werden attackiert. Von einem Ding. Und dann taucht der Cop auf. Das
verschwommen. Ich weiß noch von der Treppe und dem Geruch von nassem Fell und einem Halsband mit dem Namen Ian drauf. Ian? Ian. Ich glaube nicht an eine Hundeattacke. Was immer es war groß. Groß wie ein Mensch. Ja, es hat dich wirklich ordentlich erwischt. Eigentlich müsstest du sehr viel schlimmer dran sein. Ich hab das Ding seine Zähne in dich reinrammen sehen. Was ich seltsam finde ist, Laura, ich hab nicht einen Kratzer. Was? Hey, okay, andere Frage. Erinnere dich mal. Vor diesem Chaos. Deinem Chaos. Schön, ja. Davor hab ich doch gesagt... Wow, sieh dir den Mond an. Riesig, so cool, richtig Vollmond mitten im Wald. Und du meintest dann so, ja, kein Scheiß, Max, das passiert einmal im Monat. Ja, und? Ja, also, weißt du, Vollmond? Ja. Vampire. Was, wenn... Okay, nein, stopp. Ich meine ja nur, vielleicht war es ja sowas Schwärme. Wie... Also ein Werwolf? Miau. Drehst du jetzt? Das haben wir uns vorerst mal auch gefragt. Das sollte eine Überleitung zum nächsten am Rad. Kapitel sein. Werwölfe, echt jetzt? Komm mal klar. Haben sie voll gut gemacht. Was ist so lustig? Ich habe wirklich exakt dasselbe gesagt. Okay. Und wird es auch noch besser? Zombies? Aliens? Dimensions? Stimmt, die haben wir auch vergessen. Draculas?